Keine Ahnung, was Max Payne hier wieder für Albträume plagen. Und aus hat ein wirklich extrem langes Treppenhaus. Max. Mona? Bist du's? Hallo? Kurz das Headset richten. So. Mona? Nein. Das ist die andere Polizistin. Ich habe den Namen leider schon wieder vergessen. Ich wollte sie nicht wecken. Was? Es ist ein Geheimnis. Verraten Sie es nicht. Was? Geht's besser ran. Keine Sorge, Baby. Ich bin in Ordnung. Wann ging es mir schon mal nicht gut? Max ist jetzt hier. Du kennst Max. Ich rufe dich an, wenn's vorbei ist. Wir müssen da rein. Payne ist da drinnen. Die wissen, dass sie es wissen. Verschwinden Sie. Max Payne! Waffen fallen lassen! Kommen Sie mit erhobenen Händen raus! Es ist die letzte Warnung! Hauen Sie ab, Payne! Weg hier! Wir werden schießen! Erledigt ihn. Macht ihn fertig. Was? Nein! Ich bin doch einer von euch! Leute! Was ist passiert? Sie brauchen keinen Anwalt. Sagen Sie, was Sie getan haben. Payne, Sie sind erledigt. Alles, was Sie sagen, wird gegen Sie verwendet. Was verbergen Sie? Sie lebt. Habe ich recht? Die Menschen in Ihrer Nähe sterben. Sie haben Ihre Familie getötet. Alle tot. Gestehen Sie. Was ist mit meinem Telefonanruf? Den haben Sie bereits gemacht. Was ist hier los? Nein, setzen Sie sich hin. Kommen Sie nicht auf dumme Idee. Sofort runter damit. Waffe fallen lassen. Was ist passiert? War das jetzt ein Albtraum? Beim Aufwachen ist die Welt verschwommen. Was im Traum noch deutlich war, macht plötzlich keinen Sinn. Keine surreale Rettung. Kein magischer Fluchtweg. Aber du bist wach. Es gibt kein Wir. Ein Türklopfen ließ mich wach werden. Hatte mich gefragt, wann sie kommen würden. Max, ich will sie nicht umbringen. Wollen Sie mich nicht hereinbitten? Sie sind in Gefahr. Wir beide sind es. Auf uns ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Hier gibt es kein Wir. Sie sind eine Mordverdächtige. Ich müsste sie festnehmen. Ich versteckte mich hinter meinem Abzeichen. Die Wahrheit ist niemals so, wie man sie sich vorstellt. Hallo? Scharfschütze! Die haben mich gefunden. Es war ein Fehler. Mona, warten Sie! Sie hatte mich geweckt. Sie kam und ging. Und jetzt wurde auf mich geschossen. Ich musste sie finden und rauskriegen, was vorging. Ach, Max, nicht mal dein Fernseher funktioniert. Bin ich hier lang gelaufen? Winterson? Hier ist Max. Ich bin zu Hause. Ein Scharfschütze ist am Fenster. Weitere Killer sind anscheinend hinter der Tür. Sie kommen. Ich brauche Hilfe. Max? Okay, wir holen Sie da raus. Wer ist hinter Ihnen her? Keine Ahnung. Kann nicht reden. Muss weg. Oh, Max, du hast mir Hilfe gerufen. Bin schwer beeindruckt von dir.
Ja, in seiner eigenen Wohnung ist die Tür zugeschlossen. Mona, warte! Okay, das sind dieselben Typen. Etwas versperrte von der anderen Seite die Tür. Mona, red doch mit uns. Shit. Aus meiner Wohnung. Vorsicht mit der Kanone, Lady. Der Detective von 304? Ich habe noch so eine Waffe, falls Sie die brauchen. Ja. Ich wollte nicht schießen. Ich hatte keine Wahl. Ja, nee. Das ist meine Wohnung. Ich darf mich doch verteidigen. Nein, hast alles richtig. Alles richtig. Die Kollegen kommen gleich, ja. Die werden das dann mit Ihnen klären. Und bis dahin würde ich sagen, bleiben Sie einfach in Ihrer Wohnung, schießen Sie auf alles, was sich bewegt. Außer auf eine, entschuldigen, aber nicht auf eine junge Dame, ja? Falls sie hier reinkommt, nicht schießen. Die gehört zu mir. Ein paar Painkiller der alten Lady klauen, ja? Hat sie zugeschlossen. Er hat gesagt, sie hat noch so eine Waffe, wo denn? Okay, zeigen Sie mir die Schrotflinte. Ah, okay. Ja, Entschuldigung, das tut mir wirklich leid. Ah, die waren sich in dem zugeschlossenen Schrank. Vielen Dank. Aber gern. Vandalen, das war einmal eine gute Wohngegend. Das war Hausfriedensbruch. Sie haben es gesehen. Ja, wie gesagt, die Kollegen sind auf dem Weg. Es gab mal eine Zeit, da musste man seine Tür nicht abschließen. Ja, die Kollegen sind auf dem Weg, die werden das dann mit ihnen klären. Mittlerweile, ja, wie gesagt, auf alles schießen, was sich bewegt. Ich melde mich dann nochmal, wenn ich wieder nach Hause komme. Tschüss. Verschließen Sie die Tür, öffnen Sie niemandem außer der Polizei. Ja, sagte ich doch schon. Mensch. Aus? Achso, können wir wieder speichern. Der einzige Weg. War doch ein Treppenhaus, oder? 301, 302. Ah ja, 304 ist unsere Tür. Aber wo ist das Treppenhaus? Also im Traum gab es doch ein Treppenhaus. Oder war das hier durch? Okay, wir müssen scheinbar aus dem Fenster. Aber wie ich sowas hasse. Wer denkt sich sowas aus? Hä? Aber wirklich? Ja, komm. Was soll das, wirklich? Auf dem Vorsprung! Das sind rote Fässer, die explodieren doch. Okay, nee, das muss ich nochmal machen. Komm, haben wir keine Waffe, mit der wir die Fässer schnell kaputt kriegen? Auf dem Vorsprung, er ist da oben! Ja, weil... Meins... Zwei... Komm... Ja, gibt's nicht zum Saubermachen für euch! Komm, bleib wo der Pfeffer wechseln. Schnell speichern. Ah, wir haben auch Granaten, scheiße. Na gut, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Nein, Max! Tut mir leid. Okay, geht's nochmal in eine fremde Wohnung. Telefon. Oh! Ja, Lords and Ladies. Wir pflanzen uns auf die Couch. My Lady, wartet! My Lord! My Lady, welche eine Überraschung, Sie zu treffen. Was nach mir? My Lord, ich, oh, das ist so schwer. My Lady? My Lord, ich kam, um euch zu treffen, aber jetzt sehe ich, dass dies ein schrecklicher Fehler war. Oh nein! My Lady, nein, sicherlich. My Lord, ich sollte gehen.
Wenn uns jemand zusammen sieht, wäre euer guter Ruf ruiniert. My Lady, bleibt. My Lord, bitte vergebt. Ach nein, Lady. My Lady. Oh mein Gott. Oh Gott, was für eine spannende Sendung. Lords and Ladies. Eine neue Folge von Lords and Ladies. Okay, cool. Vielleicht ein bisschen leiser machen. Ich glaube, ich bin nämlich nicht so richtig zu verstehen. Audio? So. Hier noch was? Aber wie extrem leiser das gleich ist. Irgendwie ein bisschen buggy. Hä? Was soll das? PSSY, wenn du mehr willst als reden. Oh ja. Wir Liebschaften. Unsere Mädchen warten auf dich. Ja. Interfektum. Ja. Ne. Über dem Wecken? Und speichern? Also erstmal seine Bude durchwühlen, ne? Wir sind Polizist, wir dürfen das. Genau, keine Anrufe. Ist das Kong-Wodka? Nee. Du hast mich gefunden. Oh, der Tod hat mich gefunden. Dein grausames Gesicht. Nein. Gnade. Was? Wer hat dich gerade angeschossen? Der Pen. Okay. Ja, wir wollen natürlich nicht den armen Kerl hier töten. Wir sind ja letztendlich ein guter Cop, ne? Also. Okay, also definitiv hier lang. Kaufmann will, dass wir das erledigen. Max, schießen üben. Weg mit dem. Huch, was macht er jetzt? Achso, wir waren noch in der Bullet Time. So. Huch, zum Glück haben wir uns nicht... Ja, ich wollte mich eigentlich hinter den Kisten verstecken, aber okay. Sind wir jetzt nicht wieder bei uns? Hä? Hallo? Gehen Sie wieder rein, Lady. Ist gefährlich hier draußen. Oh, ein netter junger Mann. Besucht eine alte Lady wie mich? Nur auf der Durchreise, Ma'am. Ein netter junger Mann. Ja. Wie die von oben. Sie sagen, sie wollen renovieren. Aber es ist zu leise. Die haben nichts Gutes im Sinn. Okay. Der Doktor hat mir Pillen für meine Hüfte gegeben. Es ist aber schon besser. Nehmen Sie sie. Sie sehen etwas mitgenommen. Ja, haben Sie Infektum? 600 Milligramm? Bei all den Reinigungsleuten sollte man annehmen, hier wäre es sauberer. Ja, auf jeden Fall. Sie in den Fluren reden hören. Diese Spanner. Oh, ich erinnere mich an die sonnigen Tage auf dem Land mit meinem Ben. Oder war das aus dem Fernsehen? Bleiben Sie kurz hier, was? Läuft die mir jetzt hinterher? Nee. Dachte schon, wollte nämlich nochmal schnell gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Okay, wieso sind die ganzen Türen zu? Was sind das für Brandschutz? Hier. Nur verschlossene Türen. Alter Lady, komm, wir gehen mal rein. Bleiben Sie am besten in Ihrer Wohnung, hier ist es heute nicht sehr sicher. Und Sie sagten, Sie haben Infektum, 600 Milligramm im Bad, ja? Wo ist denn Ihr Bad, Lady? Okay. Oh, wenn das Ganze vorbei ist, ja, dann komme ich mal rum, gibt es noch ein paar Nachbarschaftsdienste, ich helfe Ihnen mal, Ihr Bett zu reparieren. Okay.
Ach, kein Zustand. So können sie doch nicht schlafen. Warum melden sie sich denn nicht? Polizei hilft ihnen gern, immer, auch privat zu Hause. Wo ist das Bad? Huch, entschuldigen Sie bitte. Kann ich nicht mit ihr reden? Ach so, ah, sie macht mir die Tür auf, wenn wir hingehen. Oh, sind Sie hingefallen? Brauchen Sie Hilfe? Macht sie uns auch die Tür hier auf? Ah nein, jetzt setzt sie sich hin, okay. Ja, wie gesagt, bleiben Sie hier. Ich mach die... Ich hab gerade irgendeine Tür zugemacht. Aha. Bleiben Sie hier und bitte die Tür nur öffnen, wenn die Polizei da ist, ja? Sie wird dann Fragen zu Ihnen haben. Und ich komme dann nochmal vorbei heute Abend, wenn das ja alles vorbei ist. Und dann helfe ich Ihnen beim Aufbau von Ihrem Bett. Und dann besorgen wir Ihnen vielleicht auch mal einen Schrank. Dann brauchen Sie nicht bloß so Regale in der Wohnung haben, okay? Und Sie haben vom Fernseher erzählt, aber Sie haben keinen Fernseher. Okay. Wie gesagt, ich komme später vorbei. Tschüss. Jetzt hier geht's raus. Hier geht es bestimmt auch ans Bad, ne? Speichern mal, bevor wir wieder auf dem Dach klettern. Okay, hier geht's definitiv nicht lang, aber da. Hallo? Huch. Ah, ja, hier ist der Scharfschütze. Ich habe verstecktes Schützen gefunden. Der Raum war voller Überwachungsausrüstung. Sie hatten mich seit Tagen, Wochen oder sogar Monaten ausspioniert. Was für Schweine. Meine Aktion observiert, aufgezeichnet, analysiert. Der Raum war der Beweis, von dem jeder Paranoide träumt. Ach, Max. Die haben die nette Lady ausspioniert, nicht dich. Präzisionsgewehr, das ist schön. Was? Kitchen Hall, Bathroom? Ach, Bathroom und Bedroom. Unser Living Room, okay, also unsere Wohnung. Was ist das? Ich bin mir gerade nicht sicher, was das darstellen soll. Vielleicht kann mir das ja jemand in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen. Ich weiß nicht wirklich, was das sein soll. Warum schließen ja alle innerhalb an der Wohnung die Türen zu? Sind die eigentlich doof oder so? Ja, was Schönes für uns. Oh. Das da aufmachen. So, okay, kommt dasselbe nochmal. Ich dachte, die haben vielleicht noch mehr Telefonate. Trautes Heimglück allein. Oh! Einfach, nicht wie in einem Film, wo der Held die Chance hat, die Bombe zu entschärfen. Es war einmal ein Haus in der Vorstadt. Er macht die Tür auf und bumm! Jetzt war nichts mehr davon übrig. Oh Gott, was für Trottel. Die Arbeitsauffassung der Cleaner gefiel mir gar nicht. Sie sollten mit mir zu den anonymen Alkoholikern gehen. Vielen Dank, dass du gefährliche Liebschaften gewählt hast. Für Candy drücke die 1. Für Sandy die 2. Für Mona die 3. Du hast die 3 für Mona gewählt. Ach, Max. Gib mir nur deine Kreditkartennummer, dann höre ich dir die ganze Nacht zu. Sie zu töten macht alles nur schlimmer. Es brachte niemanden zurück. Bist du irgend so ein Perverser? Tut mir leid, das war... Sorry. Ach, Max. Was soll denn das? Weil natürlich Mona, ne? Eieieiei. Wie hießen denn die anderen? Winterson? Achso, jetzt sind wir das wieder noch. Nochmal. Okay, hier haben sie die Fotos entwickelt. Was zu sehen? Nee. Oh, Pillen. Pillen, wo sind Sie? Sie sind wieder zu spät. Diese Straflosigkeit
Sicherheitstour nimmt ihnen keiner ab. Ich weiß, wie das ist. Ich will nur helfen. Sie sollten mit mir zu den anonymen Alkoholikern gehen. Was, der Max? Der braucht doch nicht zu den anonymen Alkoholikern. Der hat ein ganz anderes Problem. Genau, Candy und Sandy. Okay, muss man merken. Ui! Ey! Kannst du rumspringen, wie du willst, du bleibst trotzdem liegen. Ruft eigentlich jemand die Feuerwehr? Ich meine, die armen alten Ladies hier draußen. Die, ja, lass einfach brennen, Max. Genau. Wir rennen Mona hinterher und du lässt es einfach. Ist ja nicht so, dass du ein Kopf wärst oder so. Was machen die Cleaner? Die in der Waffe? Oh, hallo? Entschuldigung? Wir haben da jetzt das Haus gewechselt, oder? Woher wissen die denn, dass wir hier sind? Ich zähle, mir geht's auch nicht rein. Hallo. Ui. Ach, komm schon. Scheiße, wann haben wir das letzte Mal gespeichert? Ah, hier. Wird gleich brennen, ne? Ich werde gehen. Ich hatte das versteckte Shit. Ja. Haben wir schon? Bloß ein paar Pillen holen. Das Gebäude erzitterte wie bei einer Belagerung. Der Knall einer Explosion kam aus Richtung meines Apartments. Ah, okay, das ist interessant. Also es gibt auf jeden Fall verschiedene Auslöser für die Events. Jetzt können wir auch nicht mehr durch die Kamera gucken. Mal speichern. Hä? Die hier nicht? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh. Du bist tot. Was? Hat die alte Lady durchs Haus gejagt? Was sind das für Schweine? In ihr für Schweine, ey. So eine arme alte Lady durchs Haus jagen. Hier, die Polizei, hallo. Können wir da rauskommen? Na gut, bleiben Sie drin, das ist sicher. Okay? Ah, noch einmal. Decke, ey. Apartment 5. Gerne zu Hause. Boah, der muss ein großes Apartment haben, ey. Und denn hier für ein reicher Geldsack? Sind ja das für Wohnungen hier? Meine Fresse. Ohne den Code konnte ich die Tür nicht öffnen. Hinter der Tür lagen die Suiten. Die waren auch nicht besser als die normalen Apartments. Das ist eine Verarsche, oder? Was? Die kommen. Können wir mal speichern. Okay, wir sind jetzt im 7. Gucken, wo er hinfährt. Feige, die sind verrückt. Hilfe! Die wollen mich wegpusten. Was? Krass, okay. Würde ich sagen, nehmen wir vielleicht mal lieber die Pump Action Schrotflinte. Ah. Ach Quatsch.
Hallo. Du hast mich gerettet. Ja. Sie haben die Tür von außen versperrt. Das sind schlimme Zeiten. Die Tyrannei der Cleaner. Ja, okay. Auf jeden Fall. Mein Weg hier raus. Über das Dach vielleicht. Bei den Tauben. Du brauchst den Code zur 7. Etage. Okay. Weißt du? Ed, der Hausmeister. Ach, wir sind im Keller. Diese verrückten Cleaner haben sein Revier übernommen. Ah. Ah, hier ist dein Apartment? Ah, okay. Da leg dich hin. Ja, genau. Heute ist Putztag. Hast du recht? Die Cleaner sind ja auch schon da. So. Ne, wir sind nicht im Keller, wir sind im Erdgeschoss praktisch. Geht's hoch. So. Heizung hat ein kleines Leck, würde ich mal sagen. Boah, passt schon. Mal rumgeschmiert, ey. Und jetzt gehen wir in den Keller. Night. It's a late goodbye. Hey, hey! NYPD. Ich brauche den Code für die 7. Etage. Sicher, ich kenne ihn. Warten Sie, euer 667. Des Teufels Nachbar, kapiert? Ja, hab's kapiert. Ah. Okay. Sie bleiben hier. Okay. Was, Dave Frosty? Bitte. Bask. Na toll, okay. Das ist aber noch eine Menge wegzuwischen heute hier. So, dann speichern. Das ist nicht das Gleiche. Hey, hallo. Hey, hallo? So, Kollege, du musst dann hier oben auch nochmal, ja? Schon wieder, ach. Die Schweine. Hat dir doch gar nichts getan. Was, das sind ein paar Tiere, ey, unglaublich. Hier können wir auch nochmal hoch. Du willst den ganzen Weg laufen oder im Fahrstuhl nehmen? Können wir einfach hochfahren können? Ja. Optimal, oder? Ja, na da. 667. Hallo. Das sehe ich jetzt eigentlich anders, aber passt schon. Mal hier Schönes. Boah. Oh. Die hat RTL geguckt. Ich mach's mal bequem, ja? Danke. Ich hatte mich in den Straßen von New York verirrt. Die Stadt hatte Mira und mein Mädchen verschluckt. Ohne es zu wollen, war ich Teil eines komplexen Spiels. Immer wenn ich über meine Schulter sah, verschwand ein Schatten hinter einer Ecke oder glitzerte ein Fernglas in einem Fenster. Sie überwachten mich, folgten jeder meiner Bewegungen. Immer wenn Mira tötete, veränderte sich die Karte der Stadt. Wie ein Gletscher in Bewegung erschien bei jedem Schuss ein neuer Riss. Ich hatte alle normalen Orientierungsmethoden aufgegeben.
Ich folgte den blutigen Spuren, die er hinterließ. Und er beobachtete mich dabei. Gleich nach der Pause die nächste Folge von Adresse Unbekannt in unserem Zurück an den Absender-Marathon. Zurück an den Absender-Marathon, ehrlich? Ja, nicht so viel RTL, ne? Ist nicht gut. Oh, hallo. Aber das kennen wir ja schon.